Oh oh, den Gesichtsausdruck kenne ich schon. Du hast was Beklopptes vor. Leute, was ist denn bei euch kaputt gegangen? Wow, hammermäßig, danke. Danke. Ja, hi Jacqueline. Hi. Hallo. Ja, schön, dass du bei Usagi Drop dabei bist. Ja, freue ich mich auch sehr. Du sprichst ja die zickige Schwester von Daikichi. Genau. Ja, wie gefällt dir deine Rolle bislang? Ich finde das immer sehr schön, auch mal andere Charaktere zu sprechen, gerade so eine Zicke. Ich mag sowas total gern, einfach mal in andere Rollen reinzuschlüpfen. Und die hat so eine richtig arrogante, kalte Art, die echt ganz schön ist. Ich hab so den Hals, diese dumme Schnepfe mit ihrem Balk. Findest du dich selber wieder in der Rolle? Oh Gott, ich hoffe nicht. Nein. Also ich glaube, eine Zicke kann jede Frau mal sein, aber das ist schon sehr extrem. Die ist, also wenn so ein kleines Kind von meinem Bruder aufgenommen werden würde, dann würde ich sie, glaube ich, auch sofort ins Herz schließen. Oh oh, den Gesichtsausdruck kenne ich doch schon. Du hast was Beklopptes vor. Habe ich recht? Erzähl mir doch mal ein bisschen was von dir. Woher könnten wir dich denn kennen? Wie lange machst du schon Synchron? Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich spreche synchron, seitdem ich 12 bin. Über meinen Onkel Eckehard Belle sind wir damals reingekommen. Mein Bruder Maxi Belle spricht auch synchron. Und dann hat das damals ganz langsam angefangen mit ein, zwei Sachen im Jahr und ist dann immer mehr geworden. Und jetzt spreche ich mittlerweile, ach, wie viele Jahre sind es denn jetzt? Seit 16 Jahren spreche ich jetzt schon synchron. Und war mir dann auch während dem Studium nicht ganz sicher, soll das dann mein Hauptjob werden? Bin jetzt auch noch beim Radio und bin eben Moderatorin im Radio und für Events und spreche eben nebenbei noch synchron. Überleg dir gut, was du tust. Super. Wunderschönchen. Was für Rollen hast du in der Vergangenheit schon so gesprochen? Gab es da eine Lieblingsrolle? Sehr schön fand ich die Rolle in Game of Thrones. Da habe ich Miss Sunday gesprochen. Die hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also die Beraterin von Khaleesi, von der Drachenkönigin. Die hat so eine ganz, ganz ruhige Art und transportiert dadurch aber total viel. Also die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und sonst von Harry Potter, Twilight, How I Met Your Mother, bis hin zu einem Film, der jetzt dann bald rauskommt, über den ich noch nicht so viel sagen darf. Auch mit ein paar Schauspielern, die man kennt. Ja, alles. Ach nö, ihr schwant Übles. Wunderschön, danke. Was sprichst du eigentlich lieber? Realfilme oder Zeichentrickfilme bzw. Animes? Hast du schon Animes gemacht in der Vergangenheit und wenn ja, welche? Also ich finde die Abwechslung sehr schön. Wenn ich jetzt nur Anime sprechen würde, wäre es wahrscheinlich auch langweilig. Aber diese Kombination aus Realfiguren und Anime, ich finde Anime sehr schön, da kannst du oft auch ganz viele Chargen reinbringen, was du bei Realfilmen einfach nicht machen kannst, weil Leute eben so nicht reden. Pokémon spreche ich sehr viel und jetzt bin ich ein bisschen überfragt, weil ich mich nicht so gut auskenne mit Animes. Ich habe schon ein paar Sachen gemacht, aber ich habe mir die Namen nicht gemerkt. Hast du sie noch alle? Total sympathisch. Wie bereitest du dich eigentlich auf so eine Rolle vor? Ganz wichtig ist für mich immer, dass der Regisseur vorher reinkommt, wir ein bisschen quatschen, weil wir ja die Filme vorher meistens nicht sehen. Also wir kommen ja kurz rein und dann ist es schon wichtig, mal grob zu wissen, wie ist die Beziehung zu den anderen Figuren und dann findet man da sehr schnell rein. Und natürlich der Originalton und das Acting vom Schauspieler oder jetzt von der Figur ist einfach super wichtig. Und wenn es gut ist, dann sollte man es ja möglichst auch abnehmen. Du kümmerst dich wirklich um das Kind? Da müssen wir doch aufs Glückliche. Also wirklich um das Kind, hättest nicht damit gerechnet. Diese dumme Schnepfe mit ihrem Balk! Lass mich den nochmal machen. Gibt es eigentlich eine Traumrolle, die du gerne mal sprechen würdest? Oder ein Projekt, bei dem du gerne mal dabei wärst? Eine Traumrolle. Also sehr schön ist es natürlich, wenn du mit einer Schauspielerin groß wirst, die dann in Kinoproduktionen irgendwann mitspielt. Das ist, glaube ich, immer
ein gutes Ziel, das ein Synchronsprecher haben kann, weil du einfach für Kinofilme noch mehr Zeit hast. Also da gehst du noch mehr in dieses Künstlerische rein und sonst ist es ja auch oft beim Synchron so, dass Sachen schnell fertig werden müssen und dass du einfach fürs, natürlich hast du Zeit für Spielen, aber für Kinoproduktion ist einfach mehr Zeit da. Aber jetzt eine bestimmte Rolle oder eine bestimmte Schauspielerin habe ich nicht im Kopf. Echt jetzt, Daiki? Du kümmerst dich wirklich um das Kind? Warst du eigentlich schon mal in Japan? Ja, vor 1,5 Jahren war ich in Japan und war sehr beeindruckt von diesem Land, das einfach was komplett anderes als dieses europäische oder auch generell asiatische, was man sonst kennt, ist. Es ist wirklich so ein kleiner Inselstaat, der komplett anders ist. Diese Ordnung hat mich total fasziniert. Also dieses in die U-Bahnen oder in diese Schnellzüge einzusteigen und da sind Linien und jeder stellt sich ganz brav an. Und bei uns ist es ja schon immer ein Gedränge. Rauslassen, die Leute wieder reinlassen und da funktioniert das alles nach einer super Ordnung. Und mega gutes Essen. Echt jetzt, Daiki? Du kümmerst dich wirklich um das Kind? Ja, wunderschön, danke. Ja, hast du vielleicht ein paar Tipps für Leute, die gerne selber mal als Sprecher vorm Mikro stehen wollen? Also, gut ist es wahrscheinlich, den Weg irgendwo zu gehen, wo man anfangen kann zu sprechen. Heißt, bei Radiostationen zum Beispiel, da bekommt man eine Sprechausbildung. Ich weiß selber nicht, wie diese ganzen Synchron-Workshops sind. Da gibt es ja mittlerweile auch ein paar. Dazu kann ich nicht so viel sagen. Es gibt auch viele Sprachcoaches, die man sich holen kann. Ich glaube, wichtig ist zu wissen, man kann ja mittlerweile, hat man ja selber ein Handy und kann da vielleicht auch mal was aufzeichnen, Geschichten vorlesen oder sich irgendwelche Texte aus dem Internet rausholen und dann das vielleicht auch mal Leuten vorspielen und sich vielleicht auch mal ein Feedback holen. Es gibt ja dann auch oft Leute, die sagen, ach, ich würde das gerne machen, die haben aber vielleicht einen totalen Dialekt oder sowas. Also wichtig ist es tatsächlich beim Synchron, dass du einfach Hochdeutsch sprichst, dass du vielleicht Dialekte mal einbinden kannst, wenn sie gebraucht werden. Aber ich würde sagen, das ist schon mal ein sehr wichtiges Kriterium. Dann kannst du vielleicht, überleg dir gut, was du tust, nochmal den Zeigefinger zücken. Überleg dir gut, was du tust. Gut, hast du noch ein paar letzte Worte an die Fans? Ich bin sehr gespannt, wie euch das Projekt gefallen wird. Ich freue mich schon total. Wir haben jetzt hier die ersten Folgen aufgenommen, wie die nächsten Folgen werden. Und ich hoffe, wir bekommen vielleicht auch ein bisschen Feedback von euch, wie es so ist. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Danke dir. Dankeschön.